herzlich willkommen zurück zu Let's Play Euro Truck Simulator 2. Wir sind unterwegs in Russland und haben jetzt hier mal angehalten an irgendwo, was ist das eigentlich hier, ein Bauernhof? Und schon wieder, wir sind in Russland und da sehe ich so eine olle Halle. Und dann, wenn ich so eine Halle sehe in Russland, am besten noch mit irgendwelchen kyrillischen Schriftzeichen, dann möchte ich immer looten. Dann bin ich immer irgendwie automatisch im DayZ-Modus, auch wenn ich so einen Truck hier sehe, ne? Geiles Ding, das ist doch so einer. Ist das nicht so einer, wie die auch im DayZ gibt? Ja, fast, ne? Wo auch die Türen so komisch aufgehen, könnte sein. Ja. Aber gut, ich würde sagen, fahren wir weiter. Das mal aus. Na, ja, haben wir den noch drin? Ne, der andere Knopf, da, zweite Gang, genau. Los geht's. Na, mach schon. Oh, der steht auch schon länger hier, dieser Holzfritze. Das ist hier 3A Tonspe oder so. 3A Tonspe heißt das hier. Ja. Na komm, in Wallung. Jo. Das Wetter scheint schlechter zu werden, ne? Oh, das ist aber ganz schön düster da. Da zieht sich ordentlich zu. Ganz links sehe ich im Spiegel hinten noch so ein bisschen blauen Himmel, aber da zieht sich immer mehr zu, es gibt bestimmt Regen. Ja. Habe ich eigentlich Licht an? Muss eigentlich Licht da gucken. Ja, habe ich an. Besser ist, weil ich rechne da jetzt echt schwer mit Regen. So, 11. Gang, was dürfen wir? 100. Dann gucken wir mal, dass wir die 90 erreichen. Oder 85 reicht hier auch. Aber meistens lohnt sich das ja gar nicht. Die haben ja immer wieder irgendwas zu kacken. Dann kommt da irgendwie wieder so was. Am liebsten haben sie immer gerne ganz überraschend Kreisverkehre. Oh, das kann ich ja hassen. Boah. Kurve. Ich glaube, 80 reicht hier auch. Ah, hier ist 50. Hier ist ja 50. Ja. Und hier ist schon wieder 100. Ach, ich verpasse das immer. Ah, mit 100 über die Huggel. Da, ich glaube, da hebt man ab. Boah, das ist ja gemein. Reißt einem ja fast die Hände vom Lenkrad. Da fährt man automatisch langsamer. Irgendwie, ne? Oh, das sieht aber böse nach Regen aus. Ja. Oh, jetzt fahre ich aber schnell. So schnell wollte ich eigentlich gar nicht. Wollte ich einloggen. 85. So. Gut. Jetzt zurücklehnen und einfach mal in Ruhe rumtuckern. Wie viele Kilometer müssen wir noch? 700. Naja. Ist ja noch ein ganzes Stück. Ist Sonntagmittag jetzt. 12:30. Ja. Kommt da eigentlich irgendwas demnächst? Nö. Ah, da kommt Psyko, oder wie das heißt. Ich bin mir da selbst im Weg. Psykoi. So ein komisches Örtchen. Da sind wir jetzt fast. Dann nur durch. Ja, sieht ganz so aus. Das wird einfach nur so durchgerauscht. 80 erlaubt. Ich bin zu schnell. Kommt bestimmt auch gleich 50. Blitzer. Aber ist ja noch 80 erlaubt. Dann ist ja noch alles in Ordnung. So was gäbe es in Deutschland nicht, ne? Wenn da irgendwie ein Haus steht oder so, ein Haus reicht, dann ist das gleich eine Ortschaft. Zack, 50. Am besten 30. Ne? Und wenn dann so eine ganz, ganz breite Straße ist, mindestens so breit wie eine Autobahn. Und da steht ein Haus, dann wird 30 gemacht und da wird dauernd geblitzt, weil das lohnt sich. Da kommt kein Mensch auf die Idee und kann kein Mensch verstehen, warum da 30 ist. Und deswegen fährt da ja auch jeder schneller. Und ich bin der festen Überzeugung, dass es einige Stellen gibt, die absichtlich so geschaffen sind. Und das sind dann sprichwörtliche Radarfallen, wirkliche Fallen. Das sind eigentlich nichts anderes als versteckte Steuern. Wenn Sie sagen, wenn jeder Autofahrer, der muss im Jahr 2.500 Euro Kfz-Steuern bezahlen, dann würden Sie alle meckern. Können Sie nicht, gibt es Ärger. Also gehen Sie hin und machen weniger Kfz-Steuer und versuchen dann möglichst viel auf die Art noch reinzuholen. Gilt natürlich nicht für alles. Also Verkehrsüberwachung muss sein, ist gar keine Frage, ist ganz wichtig, sonst wird jeder fahren, wie er will, das darf nicht. Und Steuern müssen auch sein, ganz klar.
Das Geld muss ja irgendwo herkommen, um alles in Stand zu halten, auch keine Frage. Aber so die Art und Weise und wofür so manches verwendet wird, das ist dann manchmal doch ganz schön fraglich. Also, ehrlich. So, 70 hier. Eine komische Baustelle. Baustelle, wo man mit 70 durchrasen kann. Gibt's in Deutschland auch nicht. Echt nicht. So, jetzt dürfen wir da 80er oder ein bisschen beschleunigen. Ah, regnet noch nicht, sieht aber böse nach Regen aus. Jetzt habe ich die 83 reingelockt, das wollte ich gar nicht. Das ist ein bisschen flott. So, 80. Gucken wir nochmal, wie das jetzt so kommt. Erstmal kommt wieder nichts. Weiter können wir da nicht gucken. Ja, aber Autobahnen gibt es in Russland auch selten, oder? Aber schlechte Straßenbelege, die gibt es öfter. Gute Straßen gibt es selten, aber schlechte Straßen gibt es oft. Ne? Ist ungefähr so wie gut hören kann ich schlecht, aber schlecht sehen kann ich gut. Wortspiele. Ein Wortspiel ist mir noch in Erinnerung. Da hat mich früher meine Schwester mal mit geärgert. Da sollten wir Abwasch machen und sollten uns selber einigen, wer jetzt abwäscht und wer abtrocknet. Da hat sie gesagt, okay, ich wasch ab und du trocknest ab. Weil abtrocknen ist irgendwie doofere Arbeit gewesen als abwaschen. Da habe ich gemeckert. So, nee, ich wasch ab, du nicht, ne? Nein, hat sie gesagt, okay, dann, in der Erzeit, wie war das nochmal? Nochmal langsam. Sie hat gesagt, ich wasch ab und du trocknest ab. Oder in der Erzeit andersrum gesagt, du trocknest ab und ich wasch ab. Ne? Und da habe ich gesagt, nee, das will ich nicht und so. Ne? Da sagt sie, gut, dann wasch ich ab und du trocknest ab. Ich sag, ja, okay. Hä? Und da hat sie sich kaputt gelacht. Ja, ja. Immer die kleine Schwester ärgern. Ich war 4 Jahre jünger und war noch ziemlich lütt. Da konntest du das machen. Ich hab das dann gemerkt, aber war zu spät. Hab schon ja, ja gesagt. Ja. Ein bisschen trist ist das ja hier so, ne? Aber ist auch nicht anstrengend. Oh, wir sind aber so ganz fiese Huckel. Wer hat denn hier den Zement verloren? Immer diese blöden Huckel. Irgendeiner mit so einem Ready-Mix-Mischer gefahren, hat immer was gestreut und wenn er dann am Ziel angekommen ist, war die Kiste leer. Wenn ich einen Zementmischer sehe, so mit Betonmischerwagen sehe, dann denke ich immer an die, an den Sketch, wie einer nach Hause kommt. Ne? Zementmischerfahrer kommt mit seinem Zementmischer nach Hause und sieht so ein Cabriolet Porsche vor der Tür stehen, den er nicht kennt. Guckt durchs Fenster rein und sieht da jemanden, dem offensichtlich wohl dieses Auto gehört, mit seiner Frau da rumknutschen. Und schüttet einfach den ganzen Porsche mit Zement voll. Der spreizt natürlich sofort die Reifen, ist so ein bisschen schwer. War auch nicht nett. Ne? Ja, und da habe ich dann noch so einen Sketch gesehen, der geht noch ein bisschen weiter. Kommt einer, eben der Zementwagenfahrer kommt nach Hause, sieht dann so ein Cabrio vor der Tür stehen, guckt durchs Fenster rein und sieht, wie gerade einer so ein Mann im Anzug mit Blumen in der Hand seiner Frau umarmt und schüttet dann auch den Wagen voll, kommt dann rein, dann sagt die Frau, Schatz, Schatz, guck mal vor der Tür, ich hab ein Cabrio gewonnen. Ja, ja. Ah, erstmal hier. Ah, na los. Den Orlen einholen hier. Irgendwie habe ich manchmal ein bisschen Schwierigkeiten mit dem Anfahren, ne? Hier, weil die Kupplung irgendwie so ein bisschen doof ist. Ich weiß nicht, ob die Kupplung doof ist oder ungewohnt ist, aber irgendwie ist das manchmal komisch. Ja, hat keinen Regen gegeben. Da hinten ist schon wieder blauer Himmel. Das ist nur so ein bisschen dunstig hier. Auch mal interessant, ne? So, wie schnell darf ich hier? 60 nur. Bin ich ja schon ziemlich flott den Berg hier runtergerollt.
Und jetzt? Immer noch. Ja, 60 eingeloggt und der fährt so langsam, aber hier ist absolutes Überholverbot. Wie langsam fährt er denn? Okay. Bitte, bitte kein Gegenverkehr jetzt. Nicht zu lange, weil bei Überholverbot kann dann nämlich kommen Strafe wegen Fahren auf der falschen Seite oder so. Da brauchen die keine Polizei für. Da haben die wahrscheinlich irgendwelche Überwachungssatelliten oder Überwachungsdrohnen, die das messen und gleich die Strafe abbuchen. Man kriegt nur eine SMS, wir haben soeben 150 Euro von ihrem Konto abgebucht, weil sie auf der falschen Straße gefahren sind. Ja, solche Sachen machen die hier. In ETS 2 ist alles möglich. So, jetzt sehe ich nur gleich abbiegen. Gang hier rum. Ja, das ist eine große Kurve, das geht. Na sicher. Alles bestens. So. Wird die Straße jetzt enger? Da kommen jetzt Hinweisschilder. Kann man da mal gucken, wie weit das noch bis wohin ist. Hürsene, Wurskene, Brisk. Kann ich eh nicht lesen. Das ist einfach. Ach Gott, bin ich froh, dass ich ein Navi habe hier. Aber in real würde ich mich sowieso mit allen Vieren dagegen wehren, nach Russland einzureisen. Würde ich nicht machen, weil ich Sorge hätte, dass man mich da eventuell nicht gerne sieht und das auch tatkräftig zum Ausdruck bringt. Müsste ich mit rechnen. Da bin ich mir nicht so sicher, wie das da so gehandhabt wird. Aber naja. Bevor ich da nicht irgendwie sicher wäre, würde ich gar nicht nach Russland einreisen. Polen übrigens auch nicht, also. Nee, lieber nicht. Also Polen, wenn ich hier nach dem Osten Deutschlands kommen würde, das Einzige, was ich mir so gerade noch vorstellen könnte, das wäre, dass ich vielleicht mal so in den nächsten Ort hinter der Grenze gehe, um dann mal zu shoppen oder mal zu gucken. Aber da länger weiter nach Polen, nee, das würde ich nicht machen. So, wie schnell darf ich hier 80? Wie schnell bin ich 84? Dann mache ich jetzt mal den elften Gang rein. So. Oh, jetzt kommt schon wieder. Ach, jetzt ist schon wieder 50. Ey, Leute, könnt ihr euch mal entscheiden, was ihr einem denn hier bieten wollt? Mann. Und das sind aber auch... Boah. Holla, die Waldfee. Das nenne ich mal eine schlechte Straße. Pulsmiese Shoes out. Ja, sicher. Totaler Nebel hier und dicke Wolken und die fliegen mit den Ballonen rum. Das würden die wahrscheinlich lieber nicht tun. Das ist nämlich gar nicht mal ungefährlich. Wenn dann plötzlich doch mal so ein Gewitter ist, ich glaube, das geht ganz schön zur Sache dann. Das machen die nicht. Ja, ja. Was haben wir denn da stehen? Da steht irgendwas. Da steht auf jeden Fall 40. Wird immer schlimmer hier mit dem Langsamfahren. Jetzt kommt auch noch so eine blöde Ampel. Oh, die wird aber grün. Sakra. Gerade war eine Baustelle, kommt man mit 70 durchrauschen. Und jetzt hatten wir eine hier. Da war 40. Kommt wahrscheinlich immer drauf an, wieso der Bürgermeister oder der, der da zu entscheiden hat, so gerade für drauf ist, was das für ein Typ ist. Ne? Ja, ja. Aber das mache ich in der Realität auch. Wenn ich irgendwo hinkomme und da ist eine Baustelle und da ist dann 30 oder so und da sehe ich Arbeiter, die da irgendwie an den Leitplanken arbeiten oder so, dann halte ich das penibel ein,
Weil ich dann mir vorstelle, wenn man da arbeitet und die Autos da vorbeirauschen, das ist gefährlich und das ist sehr unangenehm. Und nee, also da muss man wirklich unheimlich aufpassen, dass man da die Leute, die da arbeiten, nicht gefährdet. Also das ist ein Appell echt an alle. Da müsst ihr aufpassen. Weil wenn man da den ganzen Tag arbeitet, ist ja doch gerne mal aus Versehen so ein Schritt auf die Fahrbahn gemacht oder fällt einem was hin, man bückt sich oder so. Man muss da echt aufpassen. Und der andere Punkt ist ja auch, wenn man dann so nah an der Fahrbahn arbeitet und die Autos da mit dem Affenzahn vorbeisausen, das ist laut, das gibt einen Luftzug. Wenn man da vielleicht irgendwas Filigranes machen muss, mit irgendwelchen Drähten oder Kabeln arbeitet und einem jedes Mal der Kabel aus der Hand gerissen wird quasi, weil dann Auto mit dem Affenzahn vorbeischießt. Also das macht echt Sinn, da so eine Geschwindigkeitsbegrenzung, und die sollte man auf jeden Fall einhalten, wenn da Leute arbeiten. Na, ist das aber irgendwie nachts oder am Wochenende und ich sehe da wirklich weit und breit keine Arbeiter? Ja, und das ist so eine extrem strenge Geschwindigkeitsbegrenzung, dann fahre ich da auch ein bisschen schneller, dann ist klar. Macht jeder. Aber im Rahmen bleiben, ne? Also so Kirche im Dorf lassen. Wenn da 30 ist, dann fahre ich da nicht mit 60 lang. Dann ist so bei 45 maximalstens 50 ist der Arsch ab. Auch aus dem Grund, sollte da doch mal irgendwie so ein blöder Blitzer stehen, dass sie mir nicht gleich den Lappen wegnehmen dann. Na. So. Ja, jetzt suche ich schon wieder einen Halteplatz. Hier ist gut. Hier halte ich an. Ah, das sah so gut aus mit dem Braunen hier, aber naja, geht. Ne? Ich kann das so sehen. Wenn der weiterfahren kann, da der PKW, dann zeigt mir das, dass ich gut stehe. Genau. So. Gang raus. Feststellbremse. Hier kann ich stehen bleiben. Kurze Brotzeit machen. Ich speichere das jetzt auch, weil ich bin jetzt auch erstmal Verschwindibus hier. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn dem so ist, lasst mir ein Like da. Und dann sind wir beim nächsten Mal wieder weiter unterwegs. Wir nähern uns Moskau. Ich kann ja noch mal eben so ein bisschen gucken. Ne, da wollte ich nicht gucken. Ja. Kann man da was sehen? Ne, nicht wirklich. Ich gucke mal noch ganz schnell auf die Weltkarte hier. Wo wir denn schon sind, wir müssen ja dann, da müssen wir hin. Ist also noch ein Stück. Na, hier. Und dann ist nicht weit nach Moskau. Will ich mal gucken, vielleicht kriegt man was, was hier nach Moskau geht. Aber ich habe ja schon Fernton, dass wir hier oben raufkommen, dass wir vielleicht über Moskau mal fahren können. Das würde ich ganz gerne mal. Schauen wir mal. Ja. Oh, wie viele Kilometer sind das eigentlich noch? Fahren. 415 ist noch ein ganzes Stück. Also dann bis dann. Bye bye. Tschüssi.